Ich bin heute Abend wie nie zuvor in diesen Tagen in Bedrängnis. Wir haben natürlich hier klar festzustellen, dass die Predigt die Hauptsache ist. Das Wort Gottes, das ist, was wir eigentlich an den Mann bringen wollen, an die Frau, an den Menschen. Ja, Musik und alles, was sonst drum und dran ist, ist uns unsere Freude. Wir glauben daran und sind dessen gewiss, dass alles, alles Gott dienen kann. Jedes Musikinstrument, jede Trommel, nicht wahr? Jeder Kamm noch, auf dem du bläst, nicht wahr? Wenn da ein Gläubiger dahinter steht, der da ein neues Lied anstimmt auf diese Weise. Wir glauben das sehr wohl. Wir glauben aber auch, dass alle diese Instrumente dem Satan dienen können. Aufspielen können, dich abzubringen von dem Weg des Heils. Aufspielen können, sage ich dir, dass du einen Weg gehst, der im Verderben endet für alle die, die sogar mit dir in Berührung kommen. Ich habe also heute Abend diese Frage bzw. dieses Thema. Wie komme ich da zum Glauben? Wie kommt die Welt zum Glauben? Wie kann sie erfahren von ihrem Heil? Es gibt genug Leute, die heute behaupten, ach, die Kirche mit ihrer Predigttätigkeit, mit ihrer Verkündigung des Wortes Gottes, sie ist nicht mehr gefragt. Was heute gefragt ist, das sind Brötchen. Was heute gefragt ist, das ist die Aktion. Und die Aktionen, die sind gefragt, die Brötchen, die Kleider, die Wohnung, die Sozialfrage, die soziale Gerechtigkeit. Meine lieben Freunde, dass eine ganze Christenheit diese Dinge hat versäumen können über ihrer Verkündigung und trotz ihrer Verkündigung, trotz der Worte Jesu, wer zwei Röcke hat, gebe ab dem, der keinen hat. Dass eine Christenheit des vorigen Jahrhunderts und davor schon und bis in diese Tage hinein das versäumen konnte, den Nächsten zu lieben wie sich selber. Im Hinblick auf Regierung und Kapitalismus und Kaiser und Krone, nicht wahr? Dass eine Kirche das versäumen konnte und ein Karl Marx und ein Engels und ein Bebels und ein Stirner und Genossen nun das in die Hand nehmen mussten, was bei uns die Nebensache war und Nebensache ist und Nebensache bleiben muss und das nun zur Hauptsache machen konnte, nicht wahr? Meine lieben Freunde, das geht auf das Konto der Christen, dass es heute Kommunismus und Atheismus damit verbunden gibt, dass es heute eine Millionenschar der geballten Fäuste gibt, die vor den Türen unserer Zivilisation stehen, nicht zuletzt uns, der sogenannten Kirche Jesu Christi, den Schädel einzuschlagen und wahrlich nicht nur um Christi willen, sondern um unser Verkehrtheiten willen. Meine lieben Freunde, das geht zurück darauf, dass wir Lehre und Leben haben nicht eine Einheit sein lassen, dass Wort und Tat wir nicht in eine Einheit gelassen haben, sondern haben wunderbare Reden geführt über Gerechtigkeit und Liebe und haben nicht geliebt und waren nicht gerecht, haben Gehorsam gefordert und haben ihn selber nicht praktiziert. Schauen Sie, lieben Freunde, das ist die große Katastrophe, aus der dann folgend gesagt werden kann, nun sei nichts anderes mehr dran, als das, was alle anderen auch schon gemacht haben und machen können, nämlich Aktionen, 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 Brötchen, Kleidung, Entwicklungshilfe und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Ach, glauben Sie mir bitte, ich sage gar nichts dagegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das alles sein muss, dass es höchste Zeit wird, dass die Christen das endlich tun. Aber wenn sie nun von der anderen Seite vom Pferd fallen und vor lauter Aktionen vergessen, das Wort Gottes zu verkündigen, dann sind sie eines Tages austauschbar, diese Leute. Dann wird da, wo heute das Kreuz hängt, morgen Hammer und Sichel hängen können. Und es wird sich gar nichts geändert haben. Denn Brötchen verteilt auch der Kommunist. Brötchen und Anzüge und soziales Werk, nicht wahr? Und soziale Gerechtigkeit will jeder auf dieser Erde. Aber den Christus wollen sie nicht alle. Den Christus wollen sie nicht alle. So sieht das aus. Und den Christus, den haben die Christen zu bringen. Und das ist ihre Hauptgabe, das ist ihre Hauptsache. Und daran gemessen ist alles andere Nebensache. Aber die Nebensache darf nicht fehlen. Die Nebensache muss dabei sein. Einem hungrigen Magen zu predigen ist sehr schwierig. Schauen Sie, ich muss Jochen Magull an der Stelle einfach ablehnen, wo er frank und frei behauptet, in dem Buch, nicht wahr, Evangelisation, Theologie der Evangelisation als ökumenisches Problem. Ich muss ihn ablehnen, da wo er behauptet, Verkündigung, Predigt, verbale Arbeit der Kirche sei vorbei, sei nicht mehr gefragt. Nicht wahr, was macht denn Herr Mao? Was macht er denn in Europa? 80 Millionen Mao-Bibeln sind unterwegs. Noch kein Brötchen ist aus China gekommen. Meine lieben Freunde, es wird aber der Tag kommen, wo die Verkündigung dieses Wortes des Herrn Mao, wo das Studium dieses Werkes des Herrn Mao und wo das Gehorchen auf diese Worte des Herrn Mao, nicht wahr, alles, was oben ist, nach unten krempeln wird, wo alles, aber auch alles zerstört werden wird, nicht wahr, von diesen Leuten, die heute auf das Wort hören und morgen von diesem Geist beherrscht werden. Es ist ein Irrtum zu sagen, erst Brötchen, zuerst das Wort, die Frage ist nur, welches? Ich habe noch ein Wort in meiner Tasche.
Und ich habe ein Wort in meinem Herzen. Ich habe ein Wort in meinem Kopf. Und meine Bitte zu Gott jeden Tag ist es, er möchte mein Gedächtnis stärken. Er möchte mich befähigen, dieses Wort in meinem Kopf zu haben und in meinem Herzen, dass ich es alle Zeit bereit habe, Antwort zu geben auf die vielen, vielen Fragen der Menschen in dieser Zeit. Und ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl, Menschenwort oder Gottes Wort zu wählen. Eines von beiden. Ich habe die Wahl, das Heil zu erwarten von einem Mao oder von Jesus Christus. Ich habe die Wahl über Millionen von Leichen, die schon da sind und noch kommen werden, unter diesem Buch, nicht wahr, soziale Gerechtigkeit zu erzwingen. Oder ich habe die Wahl, mir soziale Gerechtigkeit schenken zu lassen über die Leiche des einen, der da heißt Jesus Christus. Und dass dieser eine gestorben ist und dass er für uns gestorben ist, damit Frieden werde mit Gott und Frieden untereinander und Frieden mit mir selber. Damit Freiheit und Gerechtigkeit werde in alle Ewigkeit, aber auch heute. Nicht erst nach dem Tode, sondern heute. Das habe ich zu verkündigen in Jesus Christus. Und das ist deswegen das Allerwichtigste. Brötchen nebenbei. Ich werde sie nicht vergessen mitzubringen. Wie sollen denn diejenigen den Namen des Herrn anrufen und dadurch gerettet werden? Wie sollen sie denn anrufen, wenn sie nicht glauben? Und wie sollen sie denn glauben, wenn sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie denn hören, wenn da keine Prediger sind? Und wie sollen sie denn predigen, wenn sie nicht berufen, wenn sie nicht gesandt sind? Wir haben in diesen Tagen gepredigt. Wir haben in diesen Tagen unabdingbar gepredigt. Ohne Wenn und Aber. Ohne Es könnte sein und vielleicht. Ohne Konjunktive. Wir haben gesagt, was Gott will von uns. Wir haben es deutlich gesagt. Wir haben es auf die Gefahr hin gesagt, dass der Saal jeden Tag leerer wird. Wir haben es auf die Gefahr hin gesagt, dass der ganze Saal aufsteht und protestiert gegen unsere Botschaft. Wir haben es gesagt auf die Gefahr, dass wir alle Sympathie verlieren und dass wir vielleicht erleben müssen sogar, dass die kirchlichen Vertreter selber gegen uns aufstehen. Denn die Kritik an der Kirche, meine lieben Freunde, die ist dran. Die Kritik an der Kirche war noch nie so dran. Aber wir sollten nicht vergessen, die Kirche sind wir. Und die beste Kritik, die wir haben können, ist unsere Mitarbeit. Und wer nicht bereit ist, mitzuarbeiten, der hat auch kein Recht, was zu sagen. Und er hat auch keine Verbindlichkeit auf seiner Seite, etwas zu sagen. Aber diejenigen werden mit Vollmacht und in Verbindlichkeit reden, auch in der Kirche und mit der Kirche in der Welt, die selber glaubwürdig sind dadurch, dass sie nicht nur vom Glauben reden, sondern ihn praktizieren. Dass sie nicht nur horchen, sondern gehorchen. Dass sie nicht nur hören, sondern dem Jesus gehören, indem sie sich ausliefern. Mit all ihrer Zeit, mit all ihrem Geld, mit allem, was sie sind und haben. Nicht mehr und nicht weniger. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei einer, der bereit wird, einen ganzen Segen haben zu wollen, den aber kriegst du nur unter dem ganzen Einsatz. Gott hat einen ganzen Segen für dich bereit, indem er seinen Sohn ganz und gar eingesetzt hat, ganz und gar, ohne Abstriche, ganz und gar in die Stunde der Finsternis, ganz und gar in die Hände der Menschen, ganz und gar in die Vernichtung, ganz und gar in die Verlassenheit am Kreuz auf Golgatha, ganz und gar in den Tod, ganz und gar ins Grab, alles für uns. Und ganz und gar herausgeholt aus dem Tode. Ganz und gar. Und ganz und gar gesetzt zur Rechten des Vaters. Und du darfst folgen. Und wir alle dürfen folgen. Und die ganze Welt sollte eigentlich folgen. Gott meint die ganze Welt. Ob die ganze Welt ihn meint, ich weiß es nicht. Aber versteht so viel. Die Welt soll es erfahren. Die Milliarden Menschen und die Millionen, die jeden Tag dazukommen werden in Zukunft angesichts der Bevölkerungsexplosion. Sie sollen es erfahren. Sie sollen es durch deinen Mund. Sie sollen es durch die tausend Zungen der Christenheit erfahren. Sie sollen es durch die Prediger erfahren, die sich selber haben predigen lassen. O Gott, schenke, dass wir in diesen Tagen nicht vergeblich gepredigt haben möchten. Dass wir nicht vergeblich gesprochen haben möchten vom Heil. Dass wir nicht vergeblich Vergebung angebeten haben möchten, an Christi Stadt gerufen haben möchten, in die Versöhnung mit Gott, in den Gehorsam mit Gott, dass ihrer etlich schon einige da sein möchten, die heute Abend eine ganze Sache machen, die heute Abend in ihrem Herzen vor Gott und Menschen sagen, jetzt soll mein Leben Gott gehören und er soll mir sagen, was er von mir will. Er soll mir meine Gaben, meine natürlichen und meine geistlichen zeigen und er soll mir meine Verbindlichkeit und meine Verpflichtung zeigen, mit diesem Funde zu wuchern für Gott. Nicht, dass ich verdiene, sei mein Ziel, sondern dass ich diene. Dass ich diene diesem einen Werk, dass alle Menschen erfahren, wer der Heiland ist, wer das Heil bringt und den Frieden und was dazugehört. Schauen Sie, wir haben eine fantastische Botschaft. Gilbert Bocaud singt in einem Schlager, den ich jetzt der vorgeschrittenen Zeit willen nicht mehr vorspielen möchte. Er singt, es ist nicht zu spät. Noch nicht. Kann man etwas tun? Man kann. Was kann ich denn tun? Sehr viel. Und wo fange ich an? Bei dir, bei mir. Ich habe keinen Mut. Warum? Das Leben ist so schön. Wie schön. Allen geht es doch gut. Ja, voilà.
Was kann ich dafür? So viel. Warum bist du so? Ich bin so, sagt er. Liebst du mich nicht mehr? Dieser Egoismus, nicht wahr? Liebst du mich nicht mehr? Fragen die Menschen dort. Doch sehr, sagt er, der Silberpoko. Hast du Angst um mich? Um uns, nicht nur um mich. Dann ist alles gut. Oh nein, sagt Silberpoko. Es ist eben nicht alles gut, wenn wir was haben, wenn wir satt sind, wenn wir die Botschaft gehört haben, wenn wir Liebe haben und uns untereinander lieben. Es ist nicht genug, Gemeinde, dass du untereinander dich liebst, dass du füreinander da bist, sondern Gemeinde, du bist für die Welt da. Christ, du bist für den anderen da und eben nicht für dich selber. Und du hast aufgehört, Christ zu sein da, wo du für dich selber bist, für dich selber lebst, für dich selber da sein willst, für dich selber bekehrt und in den Himmel kommen willst. Du hast aufgehört, Christ zu sein. Denn Christsein heißt für den anderen sein, für ihn da sein, bis zum Tode am Kreuz. Schauen Sie, und deswegen sagt dann Silberpoko weiter, und war ich gar nicht als bewusster Christ? Er sagt, oh nein, die Welt ist nicht schön, nein, sie ist nicht schön. Schön ist sie nur, wenn wir träumen. Kannst du verstehen, sagt er, wie man lachen kann? Kannst du verstehen, setz dich dazu, wie man eine Nacht durchtanzen kann? Kannst du verstehen, wie man sein ganzes Geld auf den Kopf hauen kann? Kannst du verstehen, wie man Jahr für Jahr Milliarden versaufen und verrauchen und vertun kann? Wie man für Millionen Knallkörper in die Luft sprengen kann? Kannst du das alles verstehen, wie man für nichts und wieder nichts, für Millionen und Milliarden Mark in die Welt rumkutschiert? Für nichts und wieder nichts, um nur ein bisschen von der Sonne beschienen zu werden, statt in Deutschland, in Spanien, in Italien, ich weiß nicht, sonst wo, und währenddem nichts über zu haben an Zeit und Geld und Kraft für den eigenen Gott. Und das heißt jetzt hier für den anderen, für den Nächsten, für diese Welt, die darauf wartet, auf ein gutes Wort und eine gute Tat. Kannst du es verstehen, wie man lachen kann, wenn die ganze Welt schon morgen brennen kann? Wenn jeden Moment die Bombe fällt? Wenn jeden Moment die Selbstvernichtung ihre letzte Auslösung empfängt durch unsere irrsinnige, gottlose Hand? Oh, die Welt ist nicht schön. Nein, sie ist nicht schön. Sie ist nur schön, wenn wir träumen. Wenn wir der Meinung sind, dass wenn wir uns nicht drum kümmern, jeder seiner eigenen Nase nachgeht, wird schon alles in Ordnung kommen. Noch geht es gut, aber denk daran, dass die ganze Welt schon morgen brennen kann. Ist es nicht zu spät? Fragt seine Partnerin. Oh nein, nicht. Kann man etwas tun? Man kann. Uns geht es doch gut. Natürlich geht's uns gut in Bünde und Enniglo. Na klar geht's uns gut. Nicht wahr? Wir sind satt. Wir sind gut gekleidet. Wir sind nicht nackt und frieren. Wir sind jetzt nicht von Napalmbomben bedrängt und bedroht. Wir sind jetzt nicht krüppel und blind und zerschossen und ermordet. Wir haben nicht erlebt, dass man unseren Vater umgebracht hat oder unsere Kinder vor unseren Augen durch Handgranaten zerstört hat. Oh nein, uns geht es gut. Wir haben schon viel zu viel. Wir wissen gar nicht mehr, wohin mit alledem. Nicht wahr? Unsere Müllkästen sind voll mit weggeworfenen Nahrungsmitteln. Nicht wahr? Wir wissen wirklich nicht mehr, was wir machen sollen vor Übermut. Nicht wahr? Oh ja, uns geht es gut. Aber wie lange, sagt Silberpoko? Denk doch nicht daran, sagt seine Partnerin. Ich muss, sagt Silberpoko, und ich sage das mit ihm. Andere tun es nicht, sagt sie, die Partnerin. Andere denken ja auch nicht an die anderen. Denkt doch jeder nur an sich selber. Oh Christ, du wirst keine Ausrede haben. Es wird Gott nach Hesekiel 3 von dir und deiner Hand das Blut derer fordern, für die du nicht da warst, die du nicht gemahnt hast und gewarnt hast, denen du nicht gepredigt hast, das Heil in Jesus Christus. Er wird von uns Christen, von der Kirche, von der Gemeinde, von einem jedem Glied und nicht nur von dem Pastor, nicht nur vom Prediger, nicht nur vom CVM-Sekretärin, wird er das Blut derer fordern, die in die Hölle gefahren sein werden, nur weil wir zu faul und zu bequem und zu selbstsüchtig waren, nur weil wir für uns selber gelebt haben und haben gemeint, Religion sei Privatsache. Und Gott wird schon machen, alle Sachen. Was haben wir da zu tun? Schauen Sie, lieben Freunde, hier in diesem Schlagertext, in diesem Chanson heißt es dann weiter, verstehst du nicht, hast du Angst um mich, fragt die Partnerin. Ich habe Angst, sagt er. Angst, was morgen ist, vor morgen. Es wird alles gut, sagt sie. Nein, sagt Silberpoko. Es wird alles gut, sagt sie wieder. Nein, sagt er, nie. Es wird alles gut, nie, sagt er, die Welt ist nicht schön. Sie ist nur so lange schön, wie wir träumen, wie wir uns in Illusionen wähnen, nicht wahr, und wiegen. Ist es nicht zu spät? Noch nicht. Was soll ich denn tun? Sag nein. Das ist unbequem, ich weiß. Niemand hört auf mich. Dann schrei, sagt Silberpoko. Und er wiederholt damit ein Wort des Dr. Martin Luther.
der da sagt, wenn dir dein Herz voll ist der Botschaft der Liebe und der Vergebung und der Güte und Barmherzigkeit, wenn du beschenkt bist mit dieser Gabe Gottes Vergebung all deiner Schuld und Sünde, wie kannst du das bloß in dir behalten? Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt Jesus Christus. Wie kannst du das bloß in dir behalten, ohne zu platzen geradezu? Geh auf die Straße, geh und schrei, sag's ganz laut von den Dächern herunter, sag's in deiner Familie, sag's in deiner Partei, sag's in deiner Firma, sag's deinem Chef, sag's deinem Untergebenen, sagt es euch untereinander, Mann und Frau, Kinder und Eltern, sagt es weiter, dass Jesus Christus alleine unser Heiland ist. Lasst das nicht den einen Pastor machen, womöglich der noch mit falscher Theologie. Lasst es nicht den einen Pastor machen, der nun schließlich auch müde ist, der nun schließlich auch für sich da sein muss und für seine Familie, der nicht für sorgen kann für 8.000 und 6.000 Seelen, der das unmöglich schaffen kann alleine. Legt nicht alle Verantwortung auf diesen einen Mann da, der womöglich selber schon angefangen hat zu verzweifeln, ob deiner Trägheit, ob deines Unglaubens, trotz seiner vielleicht sogar biblischsten Predigt, die es nun schließlich in unserer Kirche auch noch gibt, nicht wahr? Oh, meine lieben Freunde, wie soll denn einer gerettet werden, wenn er nicht den Namen Jesu Christi anrufen kann? Nur deswegen nicht, weil er es nicht hört, weil da keine Prediger sind, weil da Menschen fehlen, die bereit sind zu sagen, Herr, hier bin ich. Die sich nicht mehr ausreden damit, dass sie eine schwere Zunge haben, dass sie Stotterer sind, wie Mose sagte. Die sich nicht mehr ausreden damit, dass sie sagen, ich bin noch zu jung, ich bin noch zu unfähig, wie ein Jeremia es sagte. Oh, wenn Gott dich ruft. Wenn Gott dich ruft, ihm zu folgen und ihm zu dienen, dann bist du nie zu jung und bist du nie zu alt. Dann bist du nie zu fähig oder zu unfähig. Nein, 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 dann bist du gerade richtig. Und dann kannst du nur noch eines ungehorsam sein. Schauen Sie, lieben Freunde, ich bin sehr dankbar, dass ich heute Abend hier vor mir liegen habe, einen Text, mit dem eigentlich die ganze Bünder Evangelisationszeit begonnen hat. Wir haben damals in einem kleinen Kreis zusammengesessen, im Gemeindehaus hier in Bünde, die Brüder, die Verantwortlichen aus der Kirche und Freikirche und den christlichen Verbänden und Vorsitz von Herrn Walter Krug, nicht wahr? Und ich durfte als eingeladener Gast dienen mit diesem Wort, das ich nun heute Abend an die große Schar weitergebe, weil die Verantwortung nicht nur von einer Handvoll zu tragen ist, sondern von der gesamten Gemeinde. Und alle, die da Gemeinde sein wollen, alle, die da Christen sein wollen, denen ist das hier gesagt heute Abend. Es wird gepredigt werden, sagt Jesus Christus. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist unsere Botschaft. Das ist, was Jesus sagt. Es wird gepredigt werden. Und keine Macht dieser Welt wird das aufhalten können. Das Wort wird laufen. Es wird laufen bis an die Enden der Erde. Es wird laufen bis zu den letzten Stämmen, nicht wahr, auf dieser Erde. Es wird laufen in die Urwälder. Es wird laufen auf die Berge. Es wird laufen zu den Zwergvölkern. Und es wird laufen zu den Negern und Weißen. Es wird laufen zu all denen, die da gelb oder schwarz oder braun sind. Es wird laufen zu allen. Es wird laufen durch Gott in Christus und die Christen. Es wird laufen durch dich, oder es wird nicht laufen. Und du wirst Schuld haben, und ich werde Schuld haben, und wir werden Schuld haben, und wir werden uns nicht reinwaschen können von der Schuld. Denn was zu sagen ist, ist uns gesagt. Was wir wissen müssen, ist uns bewusst. Es ist uns gepredigt, aber wer ist gehorsam, der predigt? Jesus sagt, es wird gepredigt werden. Ein Satz in futurischer Form. Ein Satz, den er vor 2000 Jahren sprach, in Zukunftsgestalt. Und in dieser Zukunft war unsere Gegenwart mit drin. Jawohl, wir leben in einer Zeit der Predigt, der Evangelisation und Mission. Nie war die Zeit so günstig wie heute. Nie hatten wir so viele Mittel, nie so viele Möglichkeiten. Nie war Demokratie und andere Regierungsformen so passend für das Evangelium. Nie, nie, nie haben wir Flugzeuge und Autos und Schiffe gehabt wie heute. Nie solche Anlagen wie Radio und Fernsehen und sonstige Massenkommunikationsmittel, um mit einem Schlag und mit geringstem Einsatz die größte Wirkung zu haben. Ich frage mich nur, wer benutzt die Flugzeuge und die Autos? Wer benutzt das Benzin und wer benutzt all die Kräfte, die Technik und Möglichkeiten? Vielleicht ein neuer Goebbels? Vielleicht ein neuer Volksverführer? Einer, der sagt, ich war Führerbefehl und wir müssen die Folgen tragen? Meine lieben Freunde, wer wird benutzen die Flugzeuge? Die Bomben schmeißen? Meine lieben Freunde, ich frage mich, ob nicht die Flugzeuge auch dazu da sind, schnellstens an alle Ecken dieser Erde das Evangelium zu tragen. Es wird gepredigt werden. Wer wollte das bestreiten? Die Soziologen sagen heute,
Wir leben in einer Wortinflation. Wir leben in einer Zeit der Wortinflation. Es wird ja überall gepredigt. Es predigen die Buddhisten. Sie haben eine Universität für Mission, für Weltmission gegründet in Indien. Sie haben ihre Missionare ausgeschickt zu Tausenden, nur um eines zu erreichen, Menschen zur Selbsterlösung zu bringen. Weil ja alle merken, ich muss erlöst werden. Ich muss erlöst werden. Es ist nicht auszuhalten. Und nun kommt Buddha und seine Leute und sagen, hier ist der Weg. Erlöse dich selbst. Hier schreibe ich dir 8 Wege vor. Ich, Buddha, der Mensch, bin vorangegangen. Folge mir. Und du wirst ankommen im Nirvana. Du wirst ankommen in der Erleuchtung. Und in dieser Erleuchtung wird nichts drin sein. Gar nichts. Nur du. Der Erhabene. Der Erhobene. Und alle anderen, die es nicht schaffen, nun sollen die zusehen, wie sie klarkommen, ja? Schauen Sie, meine Freunde. Da kommen die Mohammedaner. Die Muslime. Sie kommen nach Europa. Sie kommen nach Deutschland. Da kommen die Bahai. Und bauen ihren Tempel bei Frankfurt. Und haben in ihren Tempel viele Türen. Darunter eine Tür, die Jesus heißt. Ja, aber nur eine, unter anderem. Jesus ist aber über allen anderen. Nein, wenn alle Religionen gleichgültig sein sollen, dann sind sie mir alle gleichgültig. Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich diese Wahrheit. Und deswegen haben wir Christen dieses eine zu bringen. Diese Wahrheit, diesen Christus, indem wir ihn selber leben, ihm selber gehorchen. Es wird gepredigt werden. Es ist noch nie so viel gepredigt worden wie heute. Die Weltanschauung, die Ideologien und ihre Vertreter. Nicht zuletzt, ich wiederhole, ein Mao geht mit seiner Lehre durch die Welt. 80 Millionen solcher Bibeln, nicht wahr? Meine lieben Freunde, es gibt welche, die sagen, ja, was soll's denn? Ich alleine schaffe doch gar nichts. Ich alleine bin doch nichts. Wir kleine Schar, wir schaffen doch nichts. Dazu braucht man doch Millionen Menschen und Millionen Mark. Lassen Sie sich Folgendes vorlesen. Es ist eine Schande für die Kirche des 20. Jahrhunderts, dass offensichtlich mehr Eifer unter den Kommunisten und Sekten als unter den Christen herrscht. 1903, hören Sie gut zu, 1903 begann ein Mann mit 16 Anhängern seinen Angriff auf die Welt. Sein Name war Lenin. 1918 hatte sich die Zahl auf 40.000 erhöht. Und mit diesen 40.000 erlangte er die Kontrolle über die 160 Millionen Menschen Russlands. Die Bewegung ging voran und beherrscht nunmehr ein Drittel der ganzen Weltbevölkerung. So sehr man gegen ihre Grundsätze sein mag, so sehr muss man den Eifer dieser Menschen bewundern. Meine lieben Freunde, ein Mann und 16 Anhänger kontrollieren heute fast 2/3 der Menschheit. Sind auf dem Vormarsch, den Weltkommunismus zu verbreiten. Aber sie haben nicht Bücher geschickt alleine. Sie haben Menschen geschickt. Menschen, die bereit waren, für ihre Lehre in die KZs zu wandern. Massenweise. Menschen, die bereit waren und sind noch bereit, in Amerika sich als Kommunisten verfolgen und verhöhnen und verspotten zu lassen. Meine Freunde, es ist eine Schande. Es ist eine Schande, dass alles das, was Christus von seiner Gemeinde gesagt hat, dass alles das von den Kommunisten gesagt werden kann. Ich lese vor. Ein Edelkommunist in Amerika, ein junger Mann, sagt Folgendes. Wir Kommunisten haben eine verhältnismäßig hohe Unfallrate. Wir sind diejenigen, die erschossen, erhängt, gelyncht, geteert, gefedert und eingesperrt und verleumdet und verhöhnt und aus unserer Stellung geworfen werden, denen man auf alle erdenkliche Weise das Leben schwer macht. Ein bestimmter Prozentsatz von uns wird getötet oder eingesperrt. Wir leben buchstäblich in Armut. Wir übermitteln jeden Pfennig unserer Partei, außer dem Allernotwendigsten, das wir brauchen, um uns am Leben zu erhalten. Wir Kommunisten haben weder Zeit noch Geld für viele Kino- oder Konzertbesuche, für große Koteletts oder ein anständiges Heim oder neue Wagen. Wir werden als Fanatiker beschrieben. Wir sind es. Unser Leben wird regiert von einem großen, alles überschattenden Faktor, dem Kampf für den Weltkommunismus. Wir Kommunisten haben eine Lebensphilosophie, die mit keiner noch so großen Geldsumme zu erkaufen ist. Wir haben eine gerechte Sache, für die wir kämpfen, und ein klares Ziel für unser Leben. Unser eigenes, kleines Ich wird der großen, menschlichen Bewegung untergeordnet. Und wenn unser persönliches Leben hart zu sein und unser Ich an der Unterordnung unter die Partei zu leiden scheint, so werden wir doch reichlich entschädigt durch den Gedanken, dass jeder Einzelne von uns zu etwas Neuem, zu etwas Wahrem und Besserem für die Menschheit beiträgt. Oh, welch ein Glaube, welch eine Hoffnung und welch ein Einsatz. Und was haben wir? Meine lieben Freunde, überall da, wo Kommunismus stand und Kommunist, würde sich ohne Zögern einsetzen lassen, Christus und die Christen. Aber wahrscheinlich werden wir erröten müssen, wenn wir diesen Text auf uns beziehen wollten. Wir, die wir es wagen, gegen die Atheisten zu sprechen. Wir, die wir es wagen, mit Finger auf sie zu zeigen. Wir, die wir es wagen, sie zu verdammen im Namen Jesu Christi, sind selber verdammungswürdig. Meine lieben Freunde, dieser Edelkommunist sagt weiter,
Es gibt nur eines, womit ich es todernst meine. Und das ist der Kommunismus. Er ist mein Leben, meine Arbeit, meine Religion, mein Hobby, mein Schatz, meine Frau und Geliebte, mein Brot und mein Fleisch. Ich arbeite des Tages dafür und träume davon in der Nacht. Diese Beschlagnahmung ist ständig im Wachsen begriffen und wird niemals abnehmen. Deshalb kann ich keine Freundschaft, keine Liebesaffäre oder auch nur eine Unterhaltung aufrechterhalten, ohne sie in Beziehung zu bringen zu dieser Macht, die mein Leben führt und leitet. Ich bewerte Menschen, Bücher, Ideen und Handlungen danach, wie sie das Ziel des Kommunismus beeinflussen und wie sie dazu stehen. Ich war schon im Gefängnis wegen meiner Ideale und wenn nötig, bin ich auch bereit, mich dafür vor das Exekutionskommando stellen zu lassen. Das sagt ein Edelkommunist. Meine lieben Freunde, es ist zum Kommunist werden, wenn man das sieht. Wenn man diese Glaubwürdigkeit sieht, derer, die da glauben an die Idee des Kommunismus. Und ich muss es hier einmal sagen, es gibt auf dieser Erde keine größere Idee als den Kommunismus. Aber leider brauchen die Ideen Ideenträger. Und im allerletzten steht eben der Mensch als der Ideenträger auch der schönsten Idee im Wege. Und deswegen wird dieses Ziel bei allem Einsatz einiger nicht erreicht werden. Und so möchten Sie denken, bei den Christen ist es ja nicht anders. Aber in Wahrheit ist es so, dass der Einsatz des einen unser Ziel erreicht für uns alle. Jesus Christus hat sich so eingesetzt, so totalement, und das reicht aus. Hier reicht einer für alle und hier reichen alle nicht aus, um uns zu dem einen zu bringen. Schauen Sie, lieben Freunde, es wird gepredigt werden. Und deswegen ist die Frage, weil Sie alle predigen, die Frage heute Abend, was soll gepredigt werden? Es wird geredet vom Frieden und von der Freiheit und von der Freude und von der Gerechtigkeit und von der Liebe und vom Leben. Können Sie mir eine Partei nennen, eine Partei, die nicht davon spricht? Können Sie mir jemanden nennen, der nicht davon redet? Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der nicht von Frieden spräche. Aber können Sie mir so viele nennen, die von Christus sprechen? Auch wir Christen haben uns bei Kleinem angewöhnt, nur noch vom Frieden zu reden, was alle davon reden. Alle reden vom Wetter, wir nicht. Alle reden vom Frieden, wir nicht. Nein, nein, kommt gar nicht in Frage. Wir reden von Jesus Christus und wissen, dass er unser Friede ist. Und alles andere Friedensgeplärre, nicht wahr, ist pure Heuchelei. Sind große Worte und dahinter steckt gar nichts, weil wir und nur wir dahinter stecken. Schauen Sie, meine lieben Freunde, deswegen die Frage ist wichtig, was soll gepredigt werden? Und ich sage es heute Abend ganz laut. Wir haben nicht den Frieden zu verkündigen. Wir haben nicht die Freiheit zu proklamieren. Wir haben nicht von Gerechtigkeit zu reden, sondern wir haben von Jesus zu reden. Und das ist Frieden. Und das ist Freude. Und das ist Freiheit. Und das ist Gerechtigkeit. Nicht nur im Himmel, sondern schon auf der Erde. Und wenn das das nicht ist, dann bist du kein Christ. Schauen Sie, lieben Freunde, was soll gepredigt werden? Und da sagt dieser Text ganz kurz, Evangelium vom Reich. Frohe Botschaft, Siegesbotschaft. Tatsache soll verkündigt werden, dass Gottes Macht und Willensbereich bis dahin gelangt, wo du bist. Dass Gottes Wille ausreicht, dich zu erretten und die ganze Welt dazu. Evangelium, frohe Botschaft der Tatsache, dass Jesus Christus gekommen ist, dem Satan den Kopf zu zertreten. Dass Jesus Christus mit dem Satan, den er besiegt, seine Wirkung, die Werke des Satans mit zerstört. Indem er die Ursache zerstört, zerstört er die Wirkung des Satans. Ist der Satan zerstört, dann ist der Sünde und dem Tod die Macht genommen, denn sie sind die Auswüchse und Ausflüsse des Satans. Schau, und weil dieser Sieg vollbracht ist, weil der Satan nur noch ein Scheingefecht führt, im allerletzten. Weil, wie bei einem Huhn, nicht wahr, zwar der Kopf schon abgeschlagen ist, aber das Restliche sich noch bewegt und Blut verspritzt und alle, die in die Nähe kommen, damit besprengen wird, mit diesem Blut des Todes und mit diesem Blut der Sünde, darfst du dennoch wissen, der Kopf ist ab, der Tod ist da. Auch eine Blume, die du abschneidest, sieht noch ganz lebendig aus. Sie ist in Wahrheit schon tot. Der Satan ist tot, auch wenn er sich noch so lebendig gebärdet und so viele verführt. Es ist zu predigen, dieses Siegesbotschaft. Das Werk auf Golgatha, Gottes Werk, Gottes Heils- und Rettungswerk für alle Menschen, für die ganze Kreatur, es ist vollbracht. Und das soll gepredigt werden, damit wir nicht an der falschen Stelle uns anstrengen, uns bemühen, nicht wahr, und Reich Gottes zu schaffen und Frieden zu schaffen suchen, wo doch alles schon da ist. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich. Und die nächste Frage lautet, wo? Und unser Text sagt klar, in der ganzen Welt.
Und ich hoffe, Sie haben das gehört. In der ganzen Welt, also nicht nur in sakralen Räumen, also nicht nur morgen früh in der Kirche, also nicht nur in der Mittwochbibelstunde, also nicht nur in dem frommen Zirkel, also nicht nur in deinem Hauskreis, also nicht nur in deiner Kammer, also nicht nur für dich, also nicht nur für die Frommen. Es soll gepredigt werden durch die Frommen in der ganzen Welt. Auf der Straße. Wir haben noch Zeit dazu. Ich habe es in Berlin erlebt, wie ein alter Mann aus Mitteldeutschland mir die Hand schüttelte und sagte, wie ist das bloß möglich, dass Sie hier auf der Straße, auf den Kuhdamm, mitten im Verkehr, mit dem Lautsprecher von Jesus sprechen dürfen, wenn wir das könnten bei uns. Ich habe es in Barcelona in Spanien erlebt, dass die Protestanten, die evangelischen Christen, die voll sind von dieser Botschaft, nicht auf die Straße dürfen. Sie würden zu gerne gehen. Sie würden zu gerne rausgehen aus den sakralen Räumen. Sie dürfen es nicht mehr. Und wir dürfen es und wir tun es nicht mehr. Wir dürfen und wir überlassen es den Sekten und den außerparlamentarischen Kräften, dass sie die Straße besetzen und die Häuser besetzen und die Menschen verrückt machen mit ihren Irrlehren. Schauen Sie, lieben Freunde, Evangelium vom Reich verkündigt in der ganzen Welt, jawohl in der Wilhelmshöhe, jawohl auf der Straße, jawohl in der Kneipe. Heute Abend sagte mir ein Freund, wir waren eben in einigen Kneipen, wir waren eben in einigen Lokalen. Ich sage, was habt ihr gemacht? Habt ihr gepredigt? Oh nein, sagte er, wir haben mit einzelnen Menschen gesprochen. Jawohl, lieben Freunde, das ist Predigt, das ist Arbeit auf Hoffnung und Befehl. Da haben wir gar keine Wahl. Hier können wir nur noch ungehorsam sein und bleiben. Wir haben keine Wahl, wir sind gesandt zu den Menschen, zu Einzelnen, zu Massen. Je nachdem, wie Gott es uns schenkt, über Mikrofone oder ohne Mikrofone, zu einem großen Haufen wie diesem hier oder vielleicht wie letzte Nacht zu einer Handvoll junger Menschen, die ihre Fragen stellen und nicht aus noch ein wissen und keine Klarheit haben, trotzdem sie Konfirmanden und Religionsunterricht und alles hinter sich haben. Schauen Sie, lieben Freunde, es wird gepredigt werden, das dürfen wir wissen und keiner wird uns abhalten können. Es wird gepredigt werden, Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, auch in Rumänien, auch in China, auch in Japan, auch in den Urwäldern. Die Wycliffe-Bewegung ist unterwegs, die letzten Stämme und Völker zu erforschen und ihre Sprache aufzuspüren, nicht wahr? Und diesen Leuten eine Schriftsprache zu geben. So weiß ich von den Aukas, wovon ich einige selber gesehen habe beim Weltkongress für Evangelisation in Berlin, dass sie neuerdings ein Markus-Evangelium-Teil in ihrer Sprache haben. Eine Sprache, die kein Mensch versteht, außer die eine Frau. Außer die eine Frau, die mit einer zweiten, mit einer Witwe der ermordeten 5 amerikanischen Missionare, nicht wahr? Mit einer Witwe von diesen 5 ist sie in den Urwald gegangen zu den Aukas auf Lebensgefahr, weil Jesus Christus es befiehlt und immer wieder befiehlt. Frauen gehen und die Männer? Frauen sind die, die die große, große Zahl liefern der Missionare. Frauen haben den größten Anteil am missionarischen Geschehen. Es ist eine Schande für uns Männer, die wir Christen sind, die wir ein Abzeichen tragen, egal welches. Es ist vielleicht das Abzeichen schon das beste Zeichen, wie weit wir ab sind, wie wir es nötig haben, mit Zeichen auf der Brust zu beweisen, dass wir Christen sind, statt mit unserem Gehorsam, statt mit unserem Gehen, wie diese 2 Frauen. Und ich habe sie in Berlin gesehen, diese Frau, die Sprache der Aukas erforscht hat. Und ich habe sie gesehen, einen der Mörder der 5 Missionare. Er ist heute Pastor, er ist Prediger. Er tauft im Namen Jesu Christi schon seine Stammesgenossen unter Lebensgefahr. Unter Lebensgefahr. Meine lieben Freunde, das ist Botschaft, die in aller Welt verkündigt werden soll. Auch unter den Chinesen, auch in Russland, jawohl, auch in Russland. Mitten unter den Atheisten, auch in der Wilhelmshöhe, auch in den Schulen, auch, all überall. Auch in diesen Tagen in den Fabriken. Wir sind sehr dankbar, dass wir einige Fabriken besuchen durften. Wir sind sehr dankbar, sehr dankbar. Wir haben in der Wilhelmshöhe predigen dürfen, in beiden Lokalen. Wir sind sehr dankbar. Wir glauben, dass Gott uns die Tür geöffnet hat. Wir glauben, dass Gott den Geschäftsführer bewegt hat, uns reinzulassen. Er hätte uns auch die Tür zumachen können. Noch haben wir Gelegenheit. Aber wie viele haben sie wahrgenommen? Wie viele Christen mögen da im Lokal gesessen haben und gesoffen und gelacht über uns, die wir uns abmühten, Jesus zu verkündigen, statt dass sie mitmachten, statt dass sie für Ruhe gesorgt hätten. Vielleicht haben sie selber noch angefangen zu stänkern. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir getan haben, was wir konnten in diesen Tagen hier in Bünde-Ennichloh. Wir haben wirklich getan, was wir konnten. Vielleicht noch zu wenig. Vielleicht. Gott vergebe uns, wenn wir noch zu wenig getan haben. Wenn wir morgens noch zu lange geschlafen haben. Gott vergebe uns, wenn wir es versäumt haben, eine Woche früher hierher zu kommen, stattdessen die Ferienzeit erwischt haben, wo sie alle im Urlaub sind und alle in den Betten liegen, statt in der Schule zu sein, wo wir sie hätten erreichen können. In der ganzen Welt soll verkündigt werden, wozu? Wozu? Damit vielleicht die leeren Kirchenbänke gefüllt werden? Damit vielleicht dein EC aufgestockt und dein CVM vermehrt wird in seinen Mitgliedern? Wozu? Auf Erfolg? Damit wir ja viele Menschen haben, die Kirchensteuern zu zahlen bereit sind. Damit wir ja viele haben, die die Macht der Kirche als Institution und politische Organisation unterstützen. Meine lieben Freunde, niemals, niemals, niemals.
Wir sind keine Erfolgsroboter. Wir sind keine Bekehrungsmaschinen. Wir sind Arbeiter auf Hoffnung und auf Befehl Jesu Christi. Und wenn gar nichts rauskäme, und wenn nicht ein einziger sich bekehrte, und wenn nicht ein einziger endlich ernst machte mit seinem Christsein, wir hätten dennoch zu predigen, wider euch alle, wider uns selber sogar, für Gott und für die ganze Welt. Ist er gestorben, damit du und die ganze Welt lebe, durch ihn und durch sonst nichts. Es soll gepredigt werden zu einem Zeugnis. Zeugnis heißt im Griechischen Martyrium. Zu einem Sterben. Aber wer stirbt denn heute für seine Ideen? Wer stirbt denn heute für seine Lehre? Ein Baller, ein Kommunist steckt sich an als lebendige Fackel. Buddhisten haben sich als lebendige Fackeln angesteckt. Oh ja, sie sind alle bereit, für ihre Sache zu sterben. Und wie steht's mit uns? Ein Pastor Wurmbrand war hier in diesen Tagen in Deutschland und ist noch unterwegs. Und er ist ein Zeuge wider uns. Nicht wahr? Und das Blut der Märtyrer der Untergrundkirche in Rumänien wird ja wider uns sprechen, wie wir die Möglichkeit haben, Christen zu sein, ohne verfolgt zu werden. Und es überlassen denen, die keine Möglichkeiten mehr haben, Christ zu sein, ohne verfolgt zu werden. Oh, lieben Freunde, dass wir uns doch aufmachen möchten. Aufmachen möchten, das Zeugnis über alle Völker, über das Völkchen der Kriminellen und Asozialen, über das Völkchen oder über das Volk unserer Volkskirche, über diese Masse von 96,4% Christen. Christlich sind sie alle. Christlich, getauft, konfirmiert, chloroformiert. Sie warten alle auf die christliche Beerdigung. Ist das alles? Meine lieben Freunde, das ist wirklich nicht alles. Es soll gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, wozu? Zu einem Zeugnis über alle Völker. Wir sollen hinsterben. Wir sollen hinsterben, damit sie alle leben können. Wir sollen unser Leben hingeben und opfern, damit sie alle leben können durch unser Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen, steht hier in unserem Text. Dann wird das Ende kommen. Das heißt, es wird ein Tag kommen, wo wir nicht mehr können, was wir vielleicht dann wollen. Es wird ein Tag kommen, da werden die Menschen laufen von Ost nach West, von Kontinent zu Kontinent. Sie werden vielleicht Düsenjäger benutzen. Sie werden das Wort Gottes suchen, das heute um jede Ecke rum zu finden ist. Kirchen und Gemeindehäuser en gros, Christen, jede Menge sind da. Nicht wahr? Und sie werden es nicht mehr finden, sie werden es nicht mehr hören. Sie werden bereit sein, Millionen auf den Tisch zu legen, um ein Wort der Vergebung von Gott zu hören. Und sie werden es nicht mehr hören, weil es ein Ende gibt. Und Gott sagt uns nicht, wann es sein wird. Er sagt nur, es wird sein. Es wird sein. Er wird kommen wie ein Dieb bei der Nacht. Und keiner wird wissen Zeitungsstunden, und da es keiner weiß, müssen wir damit rechnen, dass jede Stunde die letzte, dass jede Sekunde die letzte ist. Unsere Zeit, nicht wahr, ist teure Zeit. Wir müssen sie auskaufen, nicht wahr, zu wandeln, wie der Herr es will. Ich muss, sagt Jesus Christus, ich muss die Werke des, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist. Er sagt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, auch du nicht. Du sagst, ich kann es ja morgen. Ich lebe heute für mich. Ich schaffe mir heute einen Beruf, eine Existenz. Ich spare mir Geld. Und morgen gehe ich zur Bibelschule mit diesem Geld. Und übermorgen gehe ich in die Mission. Und wenn heute Nacht die Bombe fällt, die eine Bombe, die unsere ganze Erde zu einem Schutthaufen macht, wenn heute Nacht eine Epidemie ausbricht, eine Massenepidemie, und alles, was Mensch und Leben heißt, geht kaputt, weil irgendeiner die ABC-Waffen rausgelassen hat, aus Versehen meinetwegen. Was willst du denn machen morgen, wenn du dein Heute nicht benutzt? Heute, sagt Jesus, ist der Tag des Heils. Heute, so du meine Stimme hörst, sagt er, verstocke doch dein Herz nicht. Gib mir dein Herz, gib mir dein Leben, dein Leib, gib ihn mir. Wer immer du sein magst, einer wie ich, ein Zuchthäuser, ein Verbrecher, ein ganz elender Wicht, nicht wahr? Ich bin nicht wert, hier oben zu stehen. Du, Pastor, müsstest hier stehen. Du, Prediger, du, CVM-Sekretär oder du, CVMler. Du, der seit Jahren in der Bibelstunde hockst und sitzt und weißt alles und weißt doch gar nichts. Du müsstest hier stehen. Ich frage mich, wann wirst du hier stehen? Wie lange wird es noch dauern, dass du stehst? In deiner Familie, in deiner Firma, in der Welt, in aller Öffentlichkeit, in deiner Partei, an deinem Platz. Ob du bald stehst oder ob du sitzt, fest sitzt in deiner Meinung, in deiner Bequemlichkeit, nicht wahr, in deiner Kultur, in deiner Familie und lebst dir selber und pflegst deinen Bauch und weiter gar nichts. Meine lieben Freunde, Jesus Christus bittet seine Jünger, dass sie bitten möchten, den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich kann mir keinen Jünger vorstellen, der den Vater im Himmel bittet um Arbeiter für die Ernte, wenn der, der da bittet, nicht selber ein Arbeiter ist. Gott schenke Bünden und Enigloh, Gott schenke uns heute Abend, dass wir solche Arbeiter sein möchten, die vor lauter Arbeit nicht mehr aus noch ein wissen und deswegen ein so glaubwürdiges Gebet gen Himmel senden. O Vater, schenke uns Arbeiter. Arbeiter, die Arbeit ist da, sie liegt vor den Füßen. Der Samariter, der Arme, der Geschlagene, der Elende, der, der hungrig ist, der nicht aus noch einweist, der keine Antwort weiß auf seine Fragen, auf seine Lebensfragen, er ist da. Nur wir sind nicht da, wo er ist, wo Gott uns haben will, beim Nächsten, in der Welt. Sie zu retten, sie zu rufen. Es wird das Ende kommen. Lassen Sie mich schließen mit einer Geschichte aus Russland. Es war in Moskau. Im Staatstheater versammelt waren alle Größen der Partei, versammelt waren alle
Chruschtschow und seine Genossen. Es war in der Ära Chruschtschow. Es wurde das Stück gespielt, Christus im Frack. Es war ein Stück, in dem Jesus Christus und alles, was Christentum heißt, verunglimpft wurde auf das Furchtbarste. Nonnen und Mönche tollten betrunken und Huren auf der Bühne herum. Und alles, was heilig war und sein will, wurde in den Dreck getreten. Alles. Es war schauerlich. Es war die Hölle. Es war der große Betrug. Schauen Sie, und dann hatte der Hauptdarsteller Rostovtsev mit Namen. Ein von Chruschtschow protegierter Schauspieler mit größter Karriere vor sich. Er hatte die Hauptrolle zu spielen, Christus im Frack. Und er sollte aus dem Matthäusevangelium die Seligpreisung vorlesen. Und an einer ganz bestimmten Stelle sollte er dann die Bibel wegschmeißen und sollte in den Saal rufen, man reiche mir den Frack. Das heißt, ich will jetzt nicht mehr dem Gott folgen. Ich will jetzt nicht mehr arm sein, nicht mehr elend und geschlagen. Ich will jetzt nicht mehr abhängig sein vom Heiligen Geist, sondern ich will jetzt das Fleisch feiern. Ich will mich jetzt ausleben und austoben. Ich will Gott den Himmel überlassen und selber die Erde übernehmen und dergleichen mehr. Und dieser Rostovtsev, die Hauptrolle spielend, er las. Er las und er hörte nicht auf zu lesen. Und alle, die im Saal waren, merkten, da geht etwas vor, das steht nicht im Text, das steht nicht in seinem Rollenbuch. Er las nicht nur, was er lesen sollte, er las, was er lesen musste. Gottes Wort hatte ihn plötzlich gepackt. Gottes Wort hatte ihn plötzlich ergriffen. Vielleicht die Erinnerung an seine Kindheitstage, vielleicht die Erinnerung an die Gebete seiner Mutter, vielleicht die Erinnerung an seine russisch-orthodoxe Kirche, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist sehr mächtig war, als er diesen Mann zu einem Zeugen machte vor den oberen 10.000 des sowjetrussischen Reiches. Er stand da und las die Seligpreisung bis zum Ende. Und dann sagte er noch einen Satz. Und den hat schon mal ein Mann auf dieser Erde gesagt und nicht vergeblich gesagt. Er sagte, Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann gedenke meiner. Und ich glaube, er hat die Verheißung, wie der am Kreuz neben Jesus, der Schächer, der eine. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Du auch, wenn du willst. Ich bin überzeugt davon. Nicht wahr? Dieser Mann, Rostovtsev, wir wissen nicht, wo er ist. Er ist nie wieder aufgetaucht. Er hat kein Theaterbrett mehr betreten dürfen. Er wurde nicht mehr protegiert. Er war erledigt von heute auf morgen. Er verschwand in der Versenkung. Aber sein Zeugnis steht. Sein Zeugnis hat mich sehr gestärkt. Ich glaube daran. Das ist das Zeugnis. Sterbend sich an Jesus Christus zu halten. Sterbend sich an Jesus Christus zu halten, wie der Junge eines der rumänischen Pastoren, der seinem Vater sagt, als er verraten will, verrate nicht und dann totgeschlagen wird. Meine lieben Freunde, das wäre es, was wir heute Abend hier zu sagen haben. Gott schenke, dass unsere etliche möchten Gott gehorchen. Ich habe heute Abend auch einige Fragen zu beantworten. Sie sind irgendwie alle gleich. Der eine fragt, wie kann man Gottes Stimme richtig hören? Der andere fragt, wie bekommt man den Glauben zu Gott? Der dritte fragt, kann ich ein guter Christ sein, wenn ich selten oder nie zur Kirche gehe? Wie weiß ich, fragt ein Vierter oder eine Vierte, dass mich Gott in seinen Dienst gerufen hat? Wie sieht das aus? Oder wie weiß ich, dass Gott von mir einen anderen Beruf fordert, als ich jetzt ausübe? Meine lieben Freunde, um beim Letzten anzufangen. Es gibt einen Beruf, der alle anderen Berufe umgreift. Das Christsein geht aus von der Berufung Gottes, durch seinen Ruf, durch sein Wort, durch sein letztes Wort in Christus Jesus, durch die Christen verkündigt. Und dieser Beruf ist nicht wechselbar. Dieser Beruf, von diesem Beruf kann man sich keinen Urlaub nehmen. Sie können einen und zwei und drei verschiedene Berufe haben, aber Sie können nur einen Ruf zum Christsein haben. Sie können Ihre Berufe, Tischler, Maurer, Schneider und was der Dinge mehr sein mögen, Ingenieur, und Arzt und dergleichen, können Sie auswechseln, können Sie tauschen. Sie können das ganz und gar aufgeben und einem Job folgen, um schnell zu viel Geld zu kommen. Aber Sie können niemals dasselbe machen mit der Berufung zum Christsein. Berufung in Jesus Christus und mit den Christen zusammen, Gemeinde zu sein, hier auf dieser Erde. Vom Christsein gibt es keinen Urlaub. Keinen. Von deinem Beruf kannst du Urlaub nehmen, gewiss doch. Und manch einer hat entdeckt, dass seine Gaben, die er von Gott bekommen hat, bestimmt sind zu einer Aufgabe, sie zu erfüllen. Dafür Tag und Nacht, alle Zeit und alle Kräfte
des Verstandes und der Vernunft, des Willens und des Gefühls einzusetzen. Und manch einer hat erkannt, dass er nun auch nicht mehr eine einzige Stunde für irgendetwas anderes da sein kann und darf. Sei es jetzt in irgendeinem Beruf zu arbeiten, in irgendeinem Beruf und durch ihn Geld zu verdienen, Karriere zu machen, vorwärts zu kommen, für sich und seine Familie und dergleichen Ziele mehr zu sorgen. Es gibt einige, die haben das erkannt. Meine Zeit, die ich habe, muss ganz und gar Gott gehören. Mein Leben, das ich habe mit dieser Zeit, mein Leib, in dem ich lebe, muss ganz und gar Gott gehören. Denn es gibt zum Beispiel Tausende von Verkäuferinnen und es könnte manche Verkäuferin sich dem Herrn Jesus Christus ganz zur Verfügung stellen. Ich war heute Nachmittag in Bielefeld, beziehungsweise heute Vormittag. Ich war in Bethel. Ich habe mit dem neuen Direktor der Bethler Amtsstalten, Pastor Alex Funke, gesprochen. Wir kennen uns sehr gut. Und ich habe vor kurzem einen Aufschrei in der evangelischen Presse gehört von Pfarrer Fritz Bodelschwing, wonach der Nachwuchs fehlt. Da sind Kranke und da sind Lahme und da sind Sieche. Da sind Menschen, die sich nicht selber helfen können. Und es fehlt nur an einem. Es fehlt an Menschen, die bereit sind, Gott und dem Nächsten, dem Elenden und Geschlagenen zu helfen. Es fehlt an gar nichts. Es ist alles da. Ausbildungsstätten, Geld, Wohnung, Unterkunft, alles ist da. Wir haben Möglichkeiten wie nie zuvor, Prediger, Christen in jeder Gestalt zu sein, auch als Diakone, Diakonissen, Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Erzieher und dergleichen mehr. Es fehlt an gar nichts, es fehlt nur an Menschen, die bereit sind zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Und die bereit sind, rauszugehen aus allen Bindungen, familiären und beruflichen, wenn es sein muss, um diesem einen Ruf ganz und gar zu folgen. Übrigens, ein solches Recht der Beschlagnahmung, der totalen Indienstnahme, hat kein Mensch auf dieser Erde, außer Jesus Christus, außer Gott durch ihn. Er, Jesus Christus und Gott durch ihn, hat ein Recht, ein Anrecht, ein Eigentums- und Verfügungsrecht über unser Leben, wie kein anderer. Kein Hitler und kein Mao darf uns so totale Mauern beschlagnahmen wollen. Auch keine eigenen Berufsideen und Pläne dürfen uns so beschlagnahmen wollen, wie Gott es darf und kann und muss. Denn er will durch uns auf dieser Erde einem jeden die Botschaft verkündigen, dass Gott liebt, alle liebt, die Sünder liebt, die Verlorenen liebt. Er möchte die, die im Unglauben sind, in der Verzweiflung sind, er möchte sie retten. Und er kann das letztlich nur dadurch, dass er predigen lässt. Und nun hängt einmal die Predigt an den Predigern. Nun hängt einmal das Christsein an den Christen. Das hat Gott so gefallen. Es hat Gott gefallen, seinen Sohn zu senden. Und es hat dem Sohn gefallen, uns zu senden. Jetzt können wir nur noch ungehorsam sein. Jetzt können wir uns nur noch abwenden, ihm entwenden, um unser Leben für uns selber zu leben. Jetzt können wir Gott nur noch bestehlen. Das ist alles, was wir können. Gott schenken können wir gar nichts. Es gehört ihm sowieso alles. Wir können ihn jetzt nur noch beklauen. Das ist, was wir können. Und Gott bewahre uns, die wir Christen sind und sein wollen, vor solch einem Diebstahl, der schlimmer ist als jeder Einbruch, den du vielleicht sonst praktizieren magst. Wenn es hier heißt, wie bekomme ich denn den Glauben zu Gott, dann kann ich aus der Heiligen Schrift dir nur Folgendes vorlesen. Und das gehört heute Abend mit zu meinem Thema. Da heißt es, denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, der soll gerettet werden. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, der soll gerettet werden. Es hängt also die Rettung der Menschen, eines jeden Einzelnen, in allen Landen, auf allen Kontinenten, zu aller Zeit. Es hängt die Rettung jedes Menschen, auch die Rettung deines Lebens. Es hängt das ab von dem Namen Jesu Christi, den sie anrufen können. Aber nur unter der Bedingung, dass sie ihn kennen, dass sie ihn gehört haben. Und deswegen heißt es hier weiter, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie denn das? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die Gott verkündigen, das Gute verkündigen. Aber, sagt der Apostel Paulus in diesem Römerbrief 10, aber sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Herr, wer folgt deinem Ruf, heißt das im allerletzten. Schauen Sie, lieben Freunde,
Auf diese so bedrängende Frage, wie kann ich denn zum Glauben kommen, gibt es nur die eine Antwort. Gott kommt in Christus zu uns und Christus kommt durch die Christen zu uns und er kommt durch die Christen in die Welt und an die Hecken und Zäune. Er geht dahin, wo Menschen sind und festsitzen in dem Glauben an sich selber, in dem Glauben an eigene Kräfte und Fähigkeiten, nicht wahr, bis sie kaputt gehen an sich selber. Und nun sind wir gerufen, herausgerufen aus der Welt, herausgerufen aus allen Bindungen, nicht wahr? Um nun hineingesendet zu werden in diese Welt, hineingesendet mit der Bindung an Jesus Christus, wie die Schafe unter die Wölfe. Wie die Schafe unter die Wölfe, das heißt, wie dieser Jesus Christus von Gott gesandt ist in die Stunde der Finsternis und des Verderbens, in die Wüste hinein, unter eine Menschheit, die nichts anderes kennt als alles, was von Gott kommt, sei es Mose und Propheten, sei es dieser Sohn Gottes selber zu töten, kaputt zu machen, abzulehnen und da wieder zu streiten. Wir haben mit gar nichts anderem zu tun, wir haben gar nichts, richtiger gesagt, anderes zu erwarten, als diese Feindschaft wider Gott, die wir doch selber hatten und die wir doch immer dann praktizieren, wenn wir unserer eigenen Nase nachgehen, unseren eigenen Plänen nachgehen. Du hast immer dann Gott mit Füßen getreten, du hast immer Jesus Christus mit Füßen getreten, wenn du deinen eigenen Weg gehst, wenn Gott keine Chance bekommt, dir etwas zu sagen und du danach zu handeln bereit wirst. Das ist meine Antwort, das ist Gottes Antwort. Wie bekommt man den Glauben zu Gott? Wie bekommen die Menschen um uns herum diesen Glauben? Wie bekommt die ganze Menschheit diesen Glauben? Nur dadurch, dass gepredigt wird. Nur dadurch, dass Prediger sich aufmachen. Nur dadurch, dass die sich aufmachen, die gehört haben. Nur die haben was zu sagen. Nur die haben etwas von Gott in Christus zu sagen. Die sich haben von diesem Christus was sagen lassen. Und wenn die Christen es nicht sind, wer soll es denn sonst noch sein? Wie kann ich Gottes Stimme richtig hören? Du wirst Gottes Stimme immer dann richtig gehört haben, wenn du auf solche hörst, die selber auf Gott in Christus hören, die da ihr Ohr hinhalten, wo Gott alleine spricht, auf dieser Erde in dieser Zeit. Seit 2000 Jahren, unüberhörbar. An diesen Jesus Christus kommt keiner vorbei. Er sage ja oder nein. Er wird sich mit ihm beschäftigen müssen. Und überall da ist Klartext und klare Stimme, wo die Heilige Schrift uns gegeben, in der Heiligen Schrift die Bibel, hier gegeben im Alten und Neuen Testament, hier gegeben in den Schriften der Apostel, der Lehrer der Kirche, auf dessen Grund wir stehen und gehen und noch einmal stehen und gehen in Jesus Christus. Schauen Sie, liebe Freunde, so und nicht anders hört man richtig, dass man in die richtige Richtung kommt, in die Richtung, die von Gott ausgegangen ist in Christus und die zu Gott führt in Jesus Christus. Alles andere ist Zielverfehlung. Alles andere nennt die Bibel Sünde. Und wenn du ein noch so gutes und gutbürgerliches Leben lebtest und wenn du es zu den höchsten Posten auf dieser Erde brächtest, bis hin zum Bundespräsidenten, nicht wahr, meine lieben Freunde, wir hätten bei bestem Bürgerrecht auf Erden kein Bürgerrecht im Himmel ohne Jesus Christus. Kann ich ein guter Christ sein, wenn ich selten oder nie zur Kirche gehe? Meine lieben Freunde, ich glaube, dass das Gute, in Anführungsstrichen, gute Christsein immer dann möglich ist und möglich wird, wenn die Leute nicht in die Kirche gehen und die Kirche darauf wartet, bis sie gehen, sondern wenn endlich anfängt, die Kirche zu gehen zu den Leuten. Wenn endlich die anfangen, die voll sind mit dem Wort Gottes, hinauszugehen auf die Straßen und Plätze, hinzugehen zu den Menschen, wo überall sie zu finden sind und sprechen und sprechen und sprechen, nicht über irgendetwas, sondern über diesen Jesus, über diese Errettung, über dieses Heil und nochmal über dieses Heil in Christus Jesus. So kann einer in die richtige Richtung kommen. So kann einer zur Kirche kommen, dass die Kirche geht, dass du und ich, dass wir gehen, dass wir das nicht den anderen überlassen. Den anderen, die unterwegs sind, auf Straßen und Plätzen, ihre Botschaft an den Mann zu bringen, unter die Menschheit zu bringen, sie zu gewinnen für ihre Sache, für ihre Ideen. Gott will dich gewinnen für sich. Er will dich herausreißen aus all deiner Verderbtheit, aus all deiner Verlorenheit. Und das geschieht durch Jesus Christus und das geschieht durch die Christen heute. Das sind meine Antworten auf diese vier letztlich deckungsgleichen Fragen. Jawohl, wenn du Christ bist, dann wirst du auch freiwillig in die Gemeinschaft der Christen gehen. Und das kann unter Umständen bedeuten, dass du am Sonntag endlich ein einziges Mal unter solche Leuten gehst, die nicht gegen dich sind.
die nicht dich verhöhnen und verspotten, wenn du betest und singst und lobst Gott, die nicht dich verhöhnen, wenn du die Bibel aufschlägst oder dir aufschlagen lässt, wenn du dir von Gottes Wort was sagen lässt. Jawohl, du wirst dann, wenn du Christ bist, eine Sehnsucht haben, endlich einmal eine Stunde mit solchen Gemeinschaft zu haben, die glauben, was du glaubst, die den Gott anbeten, den du anbetest. Und das nur mit dir gemeinsam. Und die sich gegenseitig ermuntern für den Dienst am Montag, Dienstag, Mittwoch, die ganze Woche durch. Aber ich frage dich, Kirche, bist du denn solche erhebende und ermunternde Kirche? Oder wenn man zu dir kommt, ist das ein trauriger Verein? Ist das ein lahmer Verein? Ist das eine ganz elende Sache da, die sich Kirche nennt? Oder geht man da rein und kommt man da wieder neu heraus, gestärkt heraus? Oder kommt man niedergeschlagen und niedergeknüppelt heraus, weil man die Gemeinschaft nicht gefunden hat, weil man den Geist der Liebe nicht zu entdecken vermochte, weil man kein gutes Wort hörte, irgendwelche abstrakte Formeln über den Schädel hinweggesprochen, am Alltag vorbei. Wie sieht es aus mit dir, Kirche? Wie sieht es aus mit dir, Presbyter und Pastor? Wie sieht es aus mit dir, du Gemeindeglied? Hast du deinem Nachbarn, der morgen neben dir sitzen wird, etwas zu sagen? Weil du selber einer bist, der darauf hört. Weil du selber Kirche bist, zu der die Leute kommen und erwarten noch immer etwas von uns. Sie erwarten Brot und sie bekommen etwa von uns Steine. Steine, an denen sie sich ersticken. Steine der Kritik und Steine der Ungeduld und Steine der Intoleranz und Steine der Intrigen und der bösen Worte über den anderen. Steine der Missachtung, Steine der Liebelosigkeit, Steine der Unfreundlichkeit und der Unpersönlichkeit. Alles Klamotten, an denen wir kaputt gehen. Oh Gott, schenke Bünde und Eniglo eine Kirche und diesem westfälischen Land eine Kirche, eine Gemeinde, eine Summe, eine Schar von Menschen, die da glauben an Jesus Christus und die den anderen Freude machen zum Christsein, die eine, wie soll ich sagen, die sie animieren geradezu, animieren zum Christsein. Sie müssen geradezu Lust bekommen, Christ zu sein, so wie andere, wenn sie die Showstars sehen, Lust bekommen, solche Showstars zu sein, nicht wahr? Das sind Leute, die machen den anderen Lust, die machen den anderen was vor. Die sind den anderen ein Vorbild. Was bist du? Was bist du? Wo wird man ankommen, wenn man dir folgt? Wenn man mit dir geht, wenn man glaubt, was du glaubst? Wo wird man ankommen? Bei Gott? Wird man ankommen bei Gott oder bei dir und deiner Meinung und deiner Theologie und deiner Lehre und deiner Sonderlehre und deinen Gesetzen? Wird man ankommen? Wo? Das ist die Frage, Kirche. Wo wird man ankommen, wenn man zu dir kommt?